hat heute Nacht von Heidi geträumt. Wir waren zusammen auf der Alp und ich habe die Berge gesehen. Heidi! Heidi ist mein Schatz. Du Clara, der hat sich gewiss einen schweren Rückfall gehabt. Ich werde Heidi überhaupt nicht mehr sehen. Herr Sesemann? Sebastian, Sie sind ein Esel. Zu Diensten, Herr Sesemann. Mama! Keine Tränen, wir fahren zu Heidi. Heidi! Wie wäre es, wenn das kleine Fräulein eine Zeit lang bei uns bleiben würde? Der Teufel soll sie holen, die kommt nicht aus der Stadt. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Dieser Geißenpeter ist ein ganz unverschämter Bengel. Ihre Enkelin, sie kann gehen. Geht's dir? So gut, dass ich ohne weiteres mit dir auf die Alp könnte. Sie kann stehen. Ich habe so entsetzliche Angst. Clara! Aber sie steht nicht im Leben. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, sorgen Sie dafür, dass das anders wird. Ein Stier hat mich verfolgt. Er stand auf der Weide und glotzte mich an. Das war doch sicher nur eine Kuh. Peter, mir gefällt sie. Andere schaue ich gar nicht an. Unser Heidi ist einfach ein Schatz. Das ist ein Plätzchen. Das muss der liebe Gott an einem Sonntag geschaffen haben.